Beide nur Arbeitskollegen. Beide schwierig. Scheiß Frage, ehrlich. Ich würde dafür meinen Joker nehmen, um nicht zu antworten. Hallo, hallo, hallo. Noel Niemann beim Lila oder Weiß und er grinst schon. Was ist los? Ich fand dein Hello so lustig. Die Jungs haben dir schon angekündigt, dass du das so lustig sagst. Gut, okay. Dann sind wir schon mit Top-Laune hier drin. Und Noel, ich, wie soll ich sagen, ich brauche das Spiel, glaube ich, nicht mehr erklären. Es sind immer Entweder-Oder-Fragen. Du musst dich also für eine der möglichen Antworten entscheiden, hast allerdings im Laufe dieses Spiels einen Joker. Also wenn du mal eine Frage gar nicht beantworten willst, dann ziehst du eben den Joker. Aber nur einen. Alles klar. Gut, dann starten wir rein. Lila oder Weiß? Das? Lila oder Weiß? Das war schon die erste Frage. Ich sag ja, wir starten. Naja, das heißt ja auch Lila oder Weiß, ne? Deswegen. Also, die erste Frage an Noel Niemann im aktuellen Lila oder Weiß lautet: Lila oder Weiß? Ich nehme Weiß. Blau oder Lila? Lila. Memmingen oder Ismaning? Memmingen. Memmingen oder 1860? 1860. 1860 oder Türkgücü? 1860. 1860 oder Arminia? 1860. 1860 oder Hartberg? 1860. 1860 oder der VfL Osnabrück? Eine VfL. Ja, so nämlich. Tor zum Unentschieden oder Vorlage zum Sieg? Vorlage zum Sieg. Training früh oder Training spät? Training früh. Rondo oder Fußballtennis? Fußballtennis. 1 gegen 1 oder 2 gegen 2? 1 gegen 1. Krafttraining oder Videostudio? Krafttraining. Deutlicher Heimsieg oder knapper Auswärtssieg? Deutlicher Heimsieg. Bremer Brücke oder Schüko Arena? Bremer Brücke. Flutlicht oder Sonnenschein? Flutlicht. Flügeln oder Zentrum? Flügel. Passen oder dribbeln? Dribbeln. 5 Tore und 15 Vorlagen oder 15 Tore und 5 Vorlagen? 15 Tore und 5 Vorlagen. Doppelzimmer. Mit Köhli oder mit Schatz? Mit Köhli. Sommer oder Winter? Sommer. Hund oder Katze? Hund. Fliegen oder fahren? Fliegen. Fahrrad oder E-Roller? E-Roller. Kleinwagen oder SUV? SUV. Fahrer oder Beifahrer? Fahrer. Autowäsche oder Duschgel? Als Wetteinsatz beim Trainingsspiel. Autowäsche. Noel oder Leon? Noel. Das kam übrigens vom Teammanager. Es ist, hast du hier einen Codenamen oder was? Codename Leon? Oder wie? Nee, Leon der Profi? Eigentlich nicht, aber Noel heißt rückwärts Leon. Ja, das ist mir schon klar. Aber ich dachte, also mich hat noch nie jemand Leon genannt. Gott, ich dachte, das hätte vielleicht irgendwie einen Hintergrund. Trikot in S oder Trikot in M? Trikot in XS, in S. Omar oder Chance? Omar oder Chance? Beide nur Arbeitskollegen. Chance. Chance oder Köhli? Beides nur Bekannte, aber ich habe gerade Chance genommen, Köhli. Okay. Crowns oder Landstreicherbar? Scheiß Frage, ehrlich. Landstreicherbar. Deutschrap oder Ami-Rap? Ami-Rap. Platzhirsch oder Vietnamkoch? Vietnamkoch. Feiern oder chillen? Chillen. Chillen oder shoppen? Shoppen. Online shoppen oder im Laden kaufen? Online shoppen. Nur. Lässige oder figurbetonte Klamotten? Lässige. Ja, das sieht man. Halskette oder Armband? Armband. Selbst aufräumen oder Köhli machen lassen? Köhli machen lassen. Staubsaugen oder abspülen? Staubsaugen. Er hat bei mir abgespült, ich geschaut. Gut, alles klar. Große Füße oder kleine Füße? Kleine Füße. Ja, was steckt denn dahinter eigentlich? Dahinter steckt, dass ich für meine Körpergröße extrem große Füße habe. Und die Jungs nennen mich immer Van Dijk oder keine Ahnung, sagen immer kleiner Junge, große Füße, deswegen. Alles klar, okay. München oder Mega? München. Gut. Bayerisch oder Hochdeutsch?
Hochdeutsch. Ich merk's. Oktoberfest oder Bremer Brücke? Was? Die Fragen haben gar keinen Zusammenhang. Ist egal. Bremer Brücke. Alles klar. PS5 oder Xbox? PS5. FIFA oder PES? FIFA. Nie wieder FIFA oder nie wieder Parfüm? Nie wieder Parfüm. Kam von Mario übrigens. Schöne Grüße. Essen mit Soße oder ohne? Ohne, immer. Als bitte? Ich mag keine Soßen. Bei mir muss alles immer ohne Soße sein, deswegen. Was ist das denn? Okay, gut, alles klar. Dann schließe ich aber trotzdem nochmal an. Hot Sauce beim Vietnamesen oder eine Woche ohne TikTok? Eine Woche ohne TikTok. Gut. Weißwurst und Brezen oder Grünkohl mit Pinkel? Weißwurst und Brezen. Super. Super Frühstück übrigens. Okay. Weißbier dabei, ne? Für euch natürlich alkoholfrei. Schwierig. Bin nicht so der Biertyp. Das. Okay, gut, alles klar. Tee oder Kaffee? Schwer. Kaffee. Butter oder Margarine? Butter. Schokopudding oder Vanillepudding? Schokopudding. Döner oder Pizza? Auch schwierig. Pizza. Hey, guck mal, der Pizza geht immer jetzt mal ernsthaft. Ketchup oder, aber Döner eigentlich auch, ne? Ja, deswegen. Ja, okay, schwierig. Aber okay, lass mal Pizza stehen. Ketchup oder Mayo? Keins von beiden. Boah, ey, sag mal, jetzt ernsthaft, eine Pommes ohne alles? Ich würde dafür meinen Joker nehmen, um nicht zu antworten. Weiter Ketchup oder Mayo? Ja. Ey, komm, also, lock mir den Joker. Wenn ein Stück Ketchup oder ein bisschen Ketchup oder Mayo auf meinen Pommes ist, ich esse es nicht. Also, sorry, das macht keinen Sinn, aber okay, gut. Also, wir loggen den Joker ein. Joker. Meine Frage, Ketchup oder Mayo, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber gut, okay. Netflix oder Prime? Netflix. Film oder Serie? Film. Germany's Next Topmodel oder der Bachelor? Beide schwierig, der Bachelor aber. Joko oder Klaas? Joko. Power, also die Serie, oder Animes? Auch ganz schwierig, ganz, ganz schwierig. Tja, jetzt hast du einen Joker schon verbraten. Power. Gut. Buch oder E-Book? Buch. Roman oder Ratgeber? Ratgeber. Bruce Lee oder Chuck Norris? Bruce Lee. Gesunde Ernährung oder viel Schlaf? Viel Schlaf, ich liebe Schlafen. Rücken- oder Seitenschläfer? Bauch. Seite. Du hast keinen Joker mehr. Seite. Gut, alles klar. Haare kurz oder Haare lang? Haare lang. Ich würde dich gerne mal wieder sehen mit richtig Locken auf dem Kopf auf jeden Fall. Lass mal wachsen. Ja, mache ich. Gut, und danke schön. Du sagst. Okay, gut. Dann lässt du wachsen, alles klar. Fußball für immer oder nichts ist für immer? Fußball für immer. Und die allerletzte Frage: unsichtbar sein oder fliegen können? Fliegen können. Ja, Mann. Und damit sind wir durch. Durch ein absolutes Turbo-Lila oder Weiß, wundert mich nicht. Du antwortest so, wie du auf dem Platz spielst. Schnell, ohne große Schnörkel, mit Gas nach vorne. Ohne nachdenken. Dank. Oder das ist manchmal vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Manchmal ist gut. Noel, Nello, Leon, wie auch immer wir dich in Zukunft nennen wollen oder nennen sollen. Leon, der Profi, finde ich eigentlich ganz geil. Wie auch immer. Ja, gut. Nello, sage ich jetzt an dieser Stelle, vielen Dank für deine Zeit auf jeden Danke Fall. Dir. Das war's mit der aktuellen Lila oder Weiß Ausgabe. Und ja, wir melden uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank für deine Zeit. Peace. Tschüss. Also, das war meine Folge Lila oder Weiß. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr die letzte Folge mit Danne noch nicht gesehen habt, nicht verpassen. Hier oben schauen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, hier oben. Ciao.